Aussehen ist heutzutage wichtig, egal ob groß oder klein. Wenn man nicht den Kriterien entspricht, wird man schnell kritisiert. Das ist das Problem. Oft sind Bilder retuschiert, alles soll ja perfekt sein, aber dann ist es nicht mehr die gleiche Person. Mit glatter, perfekter Haut. Und schlank macht mal zu schlank an der Grenze der Magersucht. Er ist nicht dick, weil er so wie ist. Sie ist nicht dünn, weil sie eine Diät hat. Das ist nur eine Krankheit. Müssen wir unbedingt alle perfekt sein? Nein. Das ist auch noch die Farbe der Haut. Egal ob schwarz oder weiß. Man ist so geboren und es wird sich nicht ändern. Zu dünn, zu dick, zu groß, zu klein. Sie sind, was sie sind. Ich bin, was ich bin. Vielen Dank. Freiheit. Jeder Mensch träumt von Freiheit. Auf jeden Fall bis in die Ewigkeit. Ich auch liebe die Freiheit. Am liebsten zur Sommerzeit. Am Wochenende genieße ich meine Freiheit, wenn ich im Cocktailkleid essen gehe. Im Sommer spüre ich die Freiheit. Danach kommt die Landezeit. Es tut mir wirklich leid, mein Handy hat eine lange Ladezeit. Ein Dieb im Gefängnis hat mehr Zeit. Das ist die Wahrheit. Er träumt von Freiheit. Zum Flüchten wäre er bereit. Ich liebe die Pünktlichkeit. Die Zeit ist die Zeit. Man sagt oft, Sport ist nur im Kopf. Du kannst Muskeln haben wie ein Tiger, wenn du nicht genug trainierst oder dein Geduld verlierst. Du musst alles geben, um deinen Traum zu leben. Einmal an den Gipfel zu kommen, das hast du dir vorgenommen. Mehr Schweiß und Arbeit. Das ist für dich keine Schwierigkeit. Du hast immer die Wahl, Sport ist deine Leidenschaft. Ob Fußball, Rennen oder Basketball. Das Beste von dir zu geben und mir auch zu geben. Einmal auch nie aufzugeben. Deine Ausdauer wird aus dir keine Schwierigkeit. Du bist sicher, es ist schaffen. Ein Wort ist einfach schön und nützlich. Ein Wort ist unentbehrlich. Gott sei Dank, dass es dich gibt. Ohne dich wäre ich fast ausgeflippt. Mit Wörtern schreibt man Gedichte für den Freund oder die Geliebte. Ich denke an dich, du bist nie allein. Du bist einfach mein Sonnenschein. Wörter gibt es unendlich viele, aber sie treffen alle ihre Ziele. Bögen, Pfeil und Apfel, wie Lentel hatte einen an der Waffel. Mit Wörtern kann man spielen und sich riesig amüsieren. Mit Katzen, Kratzen, Katzen, Kasten, Katzen, Kasten, Kratzen, Katzen. Die Katzen kratzen, Katzen, Kasten, Katzen, Kasten, Kratzen, Katzen. Ein Wort schafft lustige Bilder im Kopf, alle Ideen in einem Topf. Zwei Fliegen in einer Klappe schlagen oder ein Frosch im Hals haben. Wörter erzählen Märchen für große Jungen und kleine Mädchen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Schön sind die Wörter, auf die man sich freut. Schön sind die Wörter, die man nie bereut. Ja, ein Wort ist nicht immer so geil.
Ein Wort ist manchmal ein Urteil. Es kann ein Trost sein, aber auch eine Qual sein. Mit Wörtern können ihr wehtun. Sie gleichen oft einen Taifun. Du kannst den anderen damit verletzen und deine Gefühle total zerfetzen. Ich hasse dich, du bist so dämlich. Ich verlasse dich, vergiss mich. Vom Wörterkrieg zum Weltkrieg, wenn es Wort nicht mehr schaffen, greifen die Menschen zu den Waffen. Ja, mit Wörtern muss man vorsichtig umgehen. Man muss sie verstehen und also nicht verdrehen. Lieber manchmal nichts sagen und manche blöde Gedenken verjagen. Als es bereuen und denken, ich hab's nicht gewollt. Denn Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Geschichte eines kleinen Schweins. Es ist ein Spiderschwein, der im Garten Wald ganz nackt rumrennt. Er frisst Regenbogen unter dem Einfluss der Kokain. Plötzlich wird er gejagt von einem Triceratops mit Rosenhörnern und einem bunten Körper. Das Schwein rennt vor kleinen Herzen und schreit Jigubigula. Dann versteckt es sich in stabiler Seitenlage in einem Baum. Aber er findet danach nukleare Kokosnuss, wirft die auf den Triceratops und dann stirbt den Triceratops. Hoffetegel, zum Glück war das nur ein Traum, aber echt komisch. Mein wertvolles Klavier. Man sollte Klavier spielen können. Wer Klavier spielt, der hat niemals Zeit. Er rückt, während sich andere unterhalten und quält sich und tut allen leid. Er nervt seine Nachbarn durchs Üben und entdeckt durch das dem Attentat. Sein Rücken ist krumm von Etüden, verspannt sein Bewegungsapparat. Hergestellt aus toten Teilen, Holz, Elfenbein, Metallseiten und doch ein Kunstwerk und so kostbar für mich. Allen Kummer, allen Herzschmerz, jede Freude, Jubel und Lachen vertraue ich meinen schwarz lackierten Freund an. Und er nimmt mich in den Arm, er tröstet, reflektiert, hört zu, antwortet, erkennt leise Töne und laute Zärtlichkeit und Wut. Er ist so gut zu mir. Er kennt Konsonanten und Dissonanten, kleine und große Melodien, ist der große Meister der Harmonie. Und ich bin so froh, dass ich einen so besonderen Freund habe. Meine beste Freundin ist ständig da und stets bereit. Für immer und in Ewigkeit. So viele Freunde, denen man alles sagen kann. Ob kurz oder lang, in einem Gesang und dabei ein Spaziergang. So viele Freunde, die uns nicht verurteilen, die jeden Tag Zeit für uns finden und die sich an uns festbinden. So viele Freunde, die den Ausdruck Freundschaft fürs Leben verehren. Bis zu dem Tag, wo sie sich von dir abkehren, zuerst der eine, dann der anderen, von einigen werden es mehrere, und plötzlich bist du völlig allein. Mann, ist das gemein, versteck dich und wein. Von da an erkennt man sie, ob sie David heißen oder Nathalie. Die wahren Freunde vergisst man nie. Leider haben sie keinen Einfluss auf die, die man früher geschätzt hat. Die, die man früher so bewundert hat. Die, die uns heute beleidigen. Die, die uns heute so demütigen. Und jetzt bist du ganz allein. Mann, ist das gemein, versteck dich und wein. Es tut so weh, der Schmerz in dir verschwindet nicht. Man tröstet sich,
dich, jedes Mädchen braucht ja ein Bösewicht. Und du, und du, und du, denk doch mal nach und hör mir zu. Gehör du zu denen, die auslachen, die verletzen, die verurteilen, die unterdrücken, die mobben oder hassen? Oder bist du der schwule Junge, der mal in der Schule quält und der sich verlassen fühlt auf dieser Welt? Oder bist du das dicke Mädchen, das man zum Weinen bringt und zum Kotzen zwingt? Fühlst du dich auch total allein? Mann, ist das gemein, versteck dich und wein! Du glaubst, du kennst ihn, du denkst, du kennst sie, aber was weißt du schon? Du meinst, du hast keine Schuld daran, du hast ja niemanden wehgetan. Das war ja nicht dein Plan. Da, gerade irrst du dich, mit dem Henker warst du ja einig. Also hör auf mit dem Blödsinn, genug mit dem Wahnsinn. Schon zu viele müssen darunter leiden. Also eingreifen statt angreifen. Wenn es mir nicht gut geht, weiß ich, dass ich nicht alleine bin. So, das gibt mir immer mehr Mut. Ich weiß, dass ich immer auf sie zählen kann. Manchmal frage ich mich, was ich ohne sie tun würde. Ohne sie kann ich mich nicht vorstellen. Wenn ich Hilfe brauche, helfen sie mir sofort. Sie sind immer da, damit ich vorwärts komme. Wer? Na, meine Freunde. Ja, meine Freunde. Ich habe keine Worte, um sie zu beschreiben. Ich kann ihnen alles sagen und schreiben. Sie wissen, dass ich immer da bin, wenn sie mich brauchen. Wir waren schon immer Freunde, wir sind das noch heute und so wird es immer bleiben. Wecker, aufstehen, frühstücken, dann auch zur Schule gehen. Diese langweilige Routine ist leider meine Zukunftsmaschine. Eine Chance ist es aber für mich. In der Welt ist es nicht selbstverständlich. Legastheniker und Analphabet, arm, reich, ein Graben in der Sozietät. Wir sind die Coolen und gehen in Elitenschulen. Ja, das ist mein Leben, ein hart Erbeben. All diese Hausaufgaben für meine Ausbildung. Sie sind nämlich meine einzige Hoffnung. Möchte ich in eine gute Uni, bleibe ich nicht in meinem Jacuzzi. Scheiße! Jetzt kommt die Abschlussprüfung! Wie schaffe ich das? Keine Ahnung! Ich füge in meinen Lebenslauf einmal. Dann habe ich sogar die Gewalt der Wahl. Wir sind die Coolen und gehen in Elitenschulen. Ja, das ist mein Leben, ein hart Erbeben. Wir sind die Elitenschüler aus Georgetown. Hier ist jeder ein Bücherwurm. Wichtige Werte wie Offenheit und Toleranz, alles vergessen, wir machen wie Wands. Nach Indien, nach China und sogar nach Toronto. Diese Schule ist eine fucking Rassebüro! Eingebildet, arrogant, hörnäsig, diese reichen Söhnchen denken nur an sich. Wir sind die Coolen und gehen in Elitenschulen. Ja, das ist mein Leben, ein hart Erbild. Unsere Welt ist seit eh und je geteilt durch hartes Eis und weicher Schnee. Hunden und Katzen, Weißen und Schwarzen, Frieden und Kriege, Heilige und Diebe, Reichtum und Armut, Liebe und Wut, als würde uns alles trennen, als würden wir uns gar nicht kennen. Und doch leben wir zusammen, vogelfrei oder ewig gefangen. Die Mädchen auf der schönsten Seite, die Jungs auf der stärksten Seite.
Mädchen mögen lila und rosa. Stammkundinnen bei Zara. Sie haben nie keinen Hunger. Sie essen Mathematik, lieben Musik und wissen alles über Kosmetik. Sie gehen immer zu zweit aufs Klo. Heute weinen sie, morgen sie sind wieder froh. Ja, Mädels muss man verstehen und wissen, wie mit ihnen umgehen. Habt ihr denn auch schon gemerkt? Mädels sind ja so perfekt. Wir Jungs denken nur ans Essen. Sind alle vom Fußball besessen. Außen stark und innen sam. Gefühle sind für uns so seltsam. Fast alles ist uns furcht egal. Unordnung und Chaos völlig normal. Koren kennen wir nicht. Einkaufen mögen wir nicht. Ja, Jungs sind irgendwie anders und so besonders. Wir wissen aber genau, was euch fehlt, was euer Herz so furchtbar quält, was euch so durcheinander bringt und ein bisschen wie Liebe klingt. Ohne euch wären wir eher verloren und unsere Zärtlichkeit ganz erfroren. Und irgendwann werden auch Schnee und Eisbrocken zu unser trennlich Liebesflocken. Ich liege gedankenvoll in meinem Bett. Manchmal bin ich erkältet. Ich muss nur leiden, ich kann in letzter Zeit nicht schlafen. Daran denken ist jetzt für mich eine Pflicht. Naja, an diese grauenhafte Nachricht. Ich vergesse das ernste Gesicht der Krankenschwester nicht. Es bleibt Ihnen nur einige Tage, das hat sie mir geflüstert, ganz leise. Hoffnungslos bin ich geblieben und habe versucht, mich zusammenzureißen. Aber ich denke jeden Tag daran. Ich bin nur 17 und fühle mich wie ein alter Mann. Ich habe keine Lust mehr, weiterzuleben, wird schnell sauer. Ich habe Angst vor dem Tod. Es ist aber zu spät. Die Reise wird lange dauern und meine Augen werden sich für immer schließen. Ich habe die Unterstützung von allen bekommen. Meine ganze Familie und Freunde sind gekommen. Ich muss keine Angst mehr haben. Im Paradies werden wir uns zum Glück wieder treffen. Das Vogel singt in den Baum, das ist nicht ein Traum, das ist der Sommer. Wir lesen unter die Sonne, wir lesen am Strand, wir schlafen unter die Sonne, wir schlafen auf der Strand. Wir essen Eisbecher als Schokolade, Vanille und Erde und wir mögen diese Essen unter die Sonne. Und wir gehen baden in das Meer, wir gehen schwimmen und wir spielen mehr. Am Abend, wir gehen spazieren unter der Sterne, die Fuß in das Meer. Wir überdenken an dieser Sonne. So, jetzt ist Haber genug. Beim Einkaufen helfen, beim Kochen aushelfen, im Garten mithelfen. Den Tisch decken, undecken, abdecken, aufdecken, die Wäsche bügelt, abbügelt, aufbügelt, ausbügelt. So, jetzt ist genug. Jeden Samstag sorgen, wischen und putzen. Ich bin ja nicht Ocean Putten. Schluss damit, meine Eltern nerven mich zu sehr. Ich kann einfach nicht mehr. Mein Alltag ist so schrecklich. Meine Eltern machen mich wahnsinnig. Camille muss im Haushalt nicht helfen. Sie muss nicht die besten Noten haben. Sie muss abends nicht zu Hause bleiben. Sie kann ansehen, was sie will. Sie kann machen, was sie will. Sie kann sehen, wenn sie will. Ich habe Camille oft bewundert. Ich habe sie sehr lange beneidet. Bis zu dem Tag, wo ich erfahren habe,
dass ich etwas habe, was sie leider nicht mehr hat. Ich habe nur meine Mama, die mich nervt, die mich einfach nicht in Ruhe lässt, aber von ganzem Herzen liebt. Vielen, vielen Dank. Applaus für Harmonie. Als ich ein kleines Mädchen war, wollte ich Sängerin werden oder Model, bekannt sein, ein schönes Haus haben. Aber dieses kleine Mädchen, so süß und unschuldig, wäre sie stolz auf das Mädchen, das ich heute bin. Und nochmal habe ich mich das gefragt. Und immer habe ich gedacht, in diesen Momenten, ich, das kleine Mädchen, träumte nur von einem perfekten Leben. Diese Zeiten sind heute vorbei. Ich bin viel gewachsen. Ich bin reifer geworden und habe einen anderen Blick auf mein Leben. Vielleicht habe ich nicht das perfekte Leben, das ich mir erträumte, als ich ein kleines Mädchen war. Aber ich bin stolz auf das, was ich mache und was ich heute bin. Mein Leben wird nie einfach sein. Es wird Auf und Abs geben, Schwierigkeiten, die ich überwinden muss. Ich werde stark sein müssen, meine Entscheidungen treffen. Ich muss meine Herausforderungen stellen. Meine Welt ist vielleicht nicht perfekt und sie wird es wahrscheinlich nie sein. Ich werde kein luxuriöses Leben haben und nicht in einem Palast leben. Aber ich werde immer meine Chance nutzen. Das Leben ist zu kurz, man sollte es genießen. Man soll immer 200% geben und unsere Existenz immer lieben. Schauen Sie sich um und seien Sie dankbar für Ihr Leben. Nehmen Sie sich die Zeit, atmen Sie sich kurz an, um die Welt zu bewundern. Unser Leben ist am schönsten. Es war einmal eine Prinzessin. Ihr Name war Martin. Sie war gefangen im Schloss, denn sie dachte, sie wäre der Boss. Verraten vor Ehemann, niemand, der sie leiden kann. Sie hatte keine Freunde mehr, aber nur die Stiefmutter. Das liegt nicht im Mutter. Ein Prinz kam sie abholen auf dem Pferd, war aber der hässlichste der Herr. Er verbrannte sich mal am Herd. Er wollte sie küssen, ja, einfach schön küssen in einer Eck. Doch sie gab eine Ohrfeige, so ritt er schnell weg, der Feige. So endet dieses traurige Märchen, kein Happy End wie bei den Grimms, nur mit meiner Fantasie. Simsalabim! Die Tiere sind ein Geschenk von der Natur. Die Tiere haben immer die richtige Uhr. Es gibt Katzen, Hunde, Pferde und Kaninchen, Hähne, Kühe und Ziegen. Sie wollen immer Nahrung, aber wir wollen ihre Begleitung. In der Natur, wir haben jede Menge Blumen, Pflanzen und Gärten. Unsere Landschaft wird von alledem verschönert. Die Häuser sind mit Blumentöpfen verziert. Im Frühling, wenn die Bauern säen, die Bäume fangen an, Knospen zu haben. Die Temperatur fangen an, wieder hinauf zu gehen. Und die Kinder fangen an, wieder raus zum Spielen zu gehen. Im Sommer müssen wir jeden Tag die Blumen gießen, um nicht die Ernte zu verlieren. Im Sommer fühle ich mich sehr gut. Die Bäume sind mit Früchten gefüllt. Die Vögel haben eine Nische gebaut, bevor sie in die warmen Länder zurückkehren. Die Tiere können wieder in Felder spazieren gehen und wir können wieder Früchte essen. Aber die Natur und der Wald sollten von jedem beschützt werden. Es gibt überall Ungerechtigkeiten, vor Ihnen oder direkt dort vor mir. Oft mache ich auch Ungerechtigkeiten.
Und jedes Mal sage ich werde aufhören. Es gibt Menschen, die unschuldige töten, im Namen Gottes oder der Koran. Aber mit welchem Recht machen sie das? Dieses ist das schlimmste Verbrechen, meinen meine Mörder. Man darf Obdachlose nicht vergessen, die unter Brücken schlafen. Wenn es windet, regnet oder schneit, Jahrzeit. Und wir, die Ressen je nach unserem Hunger, während andere nur ein Stück Brot essen, das sie vielleicht in Ruhe gefunden haben, die Ressen während andere der Hunger. Meine liebe Mama, sie ist großartig oder auch wunderbar. Meine kleine Mama, ich würde sagen, dass es die beste ist. Meine große Mama, weil sie mir das Leben geschenkt hat. Meine perfekte Mama, selbst wenn sie nicht mehr da ist. Meine schöne Mama, alle sagen immer nur, so ist das Leben. Meine große Mama, aber ich sage, es ist ungerecht. Meine liebende Mama. Ich muss ohne sie leben, meine wunderschöne Mama. Aber wie kann ich das erträgen? Meine kleine Mama, ihre Liebe fehlt mir sehr. Meine liebste Mama. Im Himmel werden wir wieder zusammen sein. Meine liebste Mama, der Tod beendet die Liebe nicht. Meine beste Mama, aber ihre Stimme ist weg. Meine wunderbare Mama. Ein persönliches Tagesbuch. Meine wunderschöne Mama, wo die Seiten sich aufreißen. Meine große Mama. Mein Text ist vielleicht nicht überzeugend. Meine perfekte Mama, aber ich würde sagen, meine lustige Mama, seine Mutter muss man respektieren. Meine beste Mama, weil sie nicht ewig ist. Meine beste Mama. Mein Traumtag. Wie soll er sein, dieser Tag? Am Morgen kämpfe ich mit Spider-Man gegen Vampire und entdecke komische Tiere. Am Nachmittag verkaufe ich den Eiffelturm und ersetze ihn durch den Pisa-Turm. Am Abend werde ich der neue Präsident der USA, fahre Bugatti, Maserati und trage Armani. In der Nacht spiele ich in einem Ball mit Shakira. Oh la la! Um Mitternacht, bim bam boom. Ja, so endet mein Traumtag. Schlafen kriege ich wieder ins Bett. Bin ich ein Held? Super! Ja! Der Wald. Ich mag im Wald spazieren gehen, um die Blumen und die Tiere zu sehen. Besonders mag ich den Frühling. Schön und bunt, wie ein Schmetterling. Ich hoffe immer, Tiere ganz nah zu sehen, sie zu streicheln, ohne dass sie fliehen. Wildschweine habe ich nicht gern. Ich sehe sie lieber von fern. Eichhörnchen finde ich immer so lustig. Wenn sie überall herumhüpfen, ist es so richtig. Ich spiele gern mit Erde, solange ich nicht schmutzig werde. Zurück nach Hause fällt mir schwer. Leider habe ich keine Zeit mehr. Ich mag die Frühlingsluft, voll Sonne und Blütenduft. Zurück zur Natur, das ist Leben pur. Was könnte ich heute Morgen anziehen? Das ist die Frage, die ich mich jeden Morgen stelle. Ich habe viele, viele, aber viele Kleider in meinem Schrank. Aber jeden Tag ziehe ich die gleiche Kleider an. Meine Mutter fragt mich, warum ziehst du nicht das oder das an? Ich antworte ihr, das ist aber viel schöner als das oder das. Jeden Tag bleibe ich 10 oder 20 Minuten vor meinem Schrank und denke, was passt zu diesem oder diesem Teil? Und wisst ihr, was ich jetzt anziehen wollte? Ich weiß es auch nicht. Aber, nein.
Aber vielleicht eines Tages finde ich die Lösung auf meine Frage. Aber für den Moment stelle ich mich noch die Frage, was könnte ich heute Morgen anziehen, um das alles Tages zu gleichen Zeit? Ich widme diesen Text allen Freunden der Welt. Schwarz, weiß, gelb, muslimisch, christlich, sie sind alle betroffen. An alle, die von Fame strömen, an alle diejenigen, die sich aufgelehnt haben, die vor unser gleich aufgekannt haben, damit sie auch das Recht zu existieren haben. Worauf waren wir als Untergeben auf betrachtet? Unsere Pflicht bestand darin, im Haus zu bleiben. Natürlich hat die Gesellschaft sich geändert, aber warum gibt es immer so viele Ungleichheiten? Die Rechte der Frauen haben sich entwickelt, wir haben das Recht zu arbeiten. Wir sind immer noch unterbezahlt, werden betrankt und sogar verletzt. Und du, der alles liest, egal ob Mann oder Frau, lasse die Arme niemals fallen, auch nie auf zu kämpfen und lasse dich nicht unterkriegen. Ich bin Hannah und mein Text lautet: Was ist nun los? Jetzt, gerade in diesem Moment, verkrieche ich mich und sitze am Ende der Welt. Von dort sehe ich alle diese Menschen, die sich gegenseitig hassen, bekämpfen und anfeinden. Und ich frage mich, bin ich die Einzige, die von einer besseren Welt träumt? Bestimmt hast du auch darüber nachgedacht. Eine Welt voller Freude und Friede. Doch ich sehe nur Einzelkämpfer, jeder für sich und nach mir der Sinnflut. Ich wünsche mir eine Welt ohne Konflikte, die so weit weg scheint. Utopie. Wir leben in einer Zeit, in der die Herzen der Menschen schwarz in die Kohle. Menschen werden kritisiert, weil sie anders sind als der Rest. Alle sollen gleich sein. Alle sollen ähnlich sein. Eine Welt voller Langeweile, voller Spiegelbilder. Warum streben die Menschen nach Perfektion? Nach dem Bild der Medien, es gibt keine Individuen mehr. Doch was ist perfekt? Was ist richtig? Warum sind wir gleichgültig zu unseren Mitmenschen? Wir haben kein Recht, andere zu kritisieren, eine Etikett aufzudrücken und zu zwingen, anders zu sein. Wir sind alle aus Fleisch und Blut. Nackt sehen wir alle gleich aus. Lasst uns tragen, was wir wollen, leben, wie wir möchten und jeden respektieren. Wir sollten nach Individualität statt zu einem Wie zu streben. Lasst uns einzigartig sein. Jahreszeiten. Die Jahreszeiten wechseln alle 3 Monate. Die erste Jahreszeit ist Winter und es ist kalt. Wir sind wie Eis, aber ein Feuer warmt uns. Im Winter, Schnee, Geschenk, Essen, alles macht uns glücklich. Dann kommt der Frühling, zu dieser Zeit erwacht die Natur und zeigt ihre Schönheit. Die Tiere kommen, die Bäume knospen und die Geister werden heiter. Wärme gibt einen Tag die Sonne und einer ohne. Dann kommt der Sommer, wenn alles grün ist. Wärme, die Sonne und es ist Urlaub. Vögel singen, quick, quick, quick. Die Jungen tanzen, alle sind glücklich. Dann kommt endlich das späte Jahr, wo die Natur ihre Farben verliert. Vögel fliegen vor Blätter fallen und werden gelb, rot und braun. Die Zeit wird traurig und Regen kommt zurück. Jahreszeiten beginnen wieder alle 3 Monate. Hey, hallo, ich heiße Sam. Seit dem letzten Monat bin ich 15 Jahre alt geworden. Ich möchte Ihnen meine Geschichte von mir und meinen Schaf. Ja, er war mein Freund. Hey, du hast richtig gehört, Schaf? Ja, ich war 3 Jahre alt und wir waren unzertrennlich. Jeder hat Angst, vor ihm nur ich nicht. Wir verbrachten jeden Tag zusammen, nicht ein Tag ohne, dass ich nicht mein Kumpel Schaf gesehen habe. Er hatte einen Namen. Was denkt ihr? Soll ich es euch sagen?
Es war Sohn und er tragt mich immer auf dem Rücken, auf dem Rücken, auf dem Rücken. Ich denke auf ihn, während ihn Angst vor der andere schaffen hat. Ich spiele Bestegen mit ihm, weil er mich schuste und oft war meine Mutter nicht stolz darauf, dass meine Schuhe wohl mit Kaka sind. Ich liebe unsere Komplizität, dass niemand glaubt. Ich weiß, ist eine Schaf, aber das war meine Freundin. Und heute will ich einem sagen, dass diese Worte aus meinem Herzen kommen. Ich vermisse dich, er war mir immer in der Nähe, wo ich war. Und wenn er horte, ich weine, versuchte er der Sohn zu passieren und um zu mir zu kommen und zu trösten. Eine Geschichte, die ich mir mein ganzes Leben lang erinnern werde. Ich wollte mich vor allem bedanken, danke, danke, danke. Was ist für dich eine Brücke? Für uns ist sie nicht nur Stücke, die zwei Ufer verbinden. Man kann für sie eine Symbolik finden. Die Brücke ist mehr als ein Symbol. Und dank ihnen haben wir es wohl. Sie ist ein Symbol der Verbindungen zwischen zwei Bevölkerungen. Franzosen und Deutschen folgen ihrem Weg, dank des Mimram-Stegs. Freundschaft gibt es auch über Grenzen. Frankreich, Deutschland, die können sich ergänzen. Ob Tradition oder Kultur, die findet man rund um die Uhr. Hier im Elsass ist es ein bisschen unterschiedlich. Die Chancen, deutsche Tradition zu finden, sind höchstwahrscheinlich. Die Brücke ist mehr als ein Symbol. Sie verkörpert die Zusammenarbeit und bedeutet eine neue Zeit. Sie verschenkt Hoffnung an die Zukunft für Menschen aus anderer Herkunft. Freundschaft gibt es auch über Grenzen. Frankreich, Deutschland, die können sich ergänzen. Denn die deutsch-französische Bündnis ist unsere Hoffnung für eine bessere Zukunft und Verständigung. Freundschaft gibt es auch über Grenzen. Frankreich, Deutschland, die können sich ergänzen. Gegen alle Ängste haben die Kinder beider Länder die gleichen Grundrechte. Dank dieser internationalen Bündnis sind diese beiden Völker fast eine Mannschaft. Überquert die Brückefüße haben wir trockene Füße. Fußgänger, Fahrrad und Auto über die Brücke ist unser Motto. Die Brücke ist mehr als ein Symbol und für manche ist sie wie ein Idol. Vor allem muss es mir schmecken. Ich laufe an den Tisch, weil ich finde, es ist appetitlich. Ich lege die Teller, wenn ich habe Hunger. Ich benutze meine Löffel, aber nicht für Äpfel. Ich benutze meine Messer, besonders für die Butter. Ich benutze meine Gabel im Frühling für die Spargel. Wenn ich finde, es ist zu sauer, dann streue ich Zucker. Wenn ich finde, es ist zu bitter, dann streue ich Pfeffer. Wenn ich finde, es ist zu süß, dann mache ich dazu Gemüse. Sie haben es verstanden. Ich liebe Essen, Trinken, Braten, Kochen, Schlücken, Schneiden, Würzen. Technologie ist mein Leben. Technologie ist überall in mein Leben. Ich kann mit Videospielen nicht mehr aufhören. Und nach 3 Stunden, ich habe Kopfschmerzen. Das Handy ist unentbehrlich, wenn auch schädlich, zum Spielen, um Kontakt zu bleiben. Technologie früher, heutzutage und zumal. Hallo Celesta! Mir geht es gut, danke. Mein Text heißt Liberté chérie. Freiheit, du bist wertvoll. In unserer Welt spielst du die Hauptrolle. In unserem Land heißt du Marianne. Glaubst du, dass man ohne dich überleben könnte? Seit ich bin ein Berliner bis
Ich bin Charlie. Freiheit, lebst du immer? Oder ist dein Leben eine langsame Agonie? In Colmar warst du ein Traum. In New York bist du eine Königin. Aber jetzt gibt's Trump, du bist sein Häftling. Ein so schönes Lied, Bürgermoor-Lied, ein Lied für Frieden. Ich wollte es in meinem Text eingliedern. Zu viele Deportierten haben dieses Lied gesungen. Sie haben es Hitler zu verdanken, dem grausamsten Herrn. Wir wollen immer unsere Freiheit halten. Es ist wichtig für alle, aber diejenigen, die diese Freiheit nicht genießen können, sind tapfer. Aber der tapfere Mann, der Bettler oder der Sultan muss jeden Tag nachdenken: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Lass sie los, ihre Kraft ist grenzenlos. Lass sie los und lass die Türen so. Mütter. Meine Großmütter sind ja so gut, lustig, sympathisch, aber auch manchmal komisch. Sie sind alt und verstehen mich nicht immer. Aber was kann man denn tun? So sind ja alle Großmütter. Ja, wenn sie einen Tag vergessen, dass ich zu ihnen komme, was würde ich dann sagen? Wie soll ich es erzählen? Vielleicht, hallo, ich bin's, ich komme für 2 Wochen, weil es die Ferien sind. Oder, weißt du's nicht mehr? Oh la la, du wirst immer älter. Oder noch, ach du, wie kannst du mich vergessen? Aber das wird nie passieren. Die mag ich, weil sie so gut sind und mir immer Schokolade schenken. Meine Großmütter sind ja so gut, lustig, sympathisch, aber auch manchmal komisch. Sie sind alt und verstehen mich nicht immer. Für sie habe ich dieses Gedicht erfunden. Die Sonne geht unter, die Sonnenblumen fallen, das Gras liegt tief, die Vögel schlafen und die Leute auch. Aber ich bleibe da, um auf euch aufzupassen. Meine Großmütter sind ja so gut, lustig, sympathisch, aber auch manchmal komisch. Sie sind alt, aber super. So, merci.